Moinsen Leute und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir weiter. Ich habe das Team umgestellt. Ich habe nämlich das Team meine Ersatzbank mit der Startaufstellung getauscht und dementsprechend spielen wir heute gegen das Team der Woche und das ist das Team Woche Nummer 25. Mann, sind wir schon weit. Ja, dabei sind zum Beispiel ein Spieler, den wir ja auch selbst beim Team des Monats haben, nämlich Gartner. Sonst, ja, Arnautovic vielleicht noch überkannt, Griezmann vorne im Sturm, Mali vorne im Sturm als Ersatzstürmer im Endeffekt, Manuel Neuer im Tor. Sonst, ja, Terodde zum Beispiel auf der Bank, hat er auch verdient, würde ich mal sagen. Ja, Sanogo, der, ich glaube, ist das der, nee, das ist ein anderer Sanogo. Ich wollte schon sagen, das ist doch nicht der. Den wir aus der Bundesliga kennen. Ja. Vielerlei können auch hier jetzt gesagt haben, so von wegen, ja, aber warum ist der und der nicht dabei? Oder der und der und der hat doch nicht und was weiß ich. Ja, liegt einfach vielleicht daran, dass die Bundesliga eventuell ja auch noch unter der Woche läuft und im Endeffekt lief. Und im Endeffekt, wir spielen heute mit Leverkusen-Trikot. Das ein oder andere erst für die nächste Woche zählt, ne? Also nicht für diese Woche. Und das ist das wahrscheinlich, was viele geäußert haben, viele negativ geäußert haben. Hier auf diesem Kanal nicht, aber auf anderen Plattformen habe ich das gelesen, dass zum Beispiel ein Schirle fehlt, nur als Beispiel. Das könnte sich ja alles noch ändern, würde ich mal sagen. So, und jetzt run durch. Minjung, run durch. Sehr schön. Du bist schneller. Dankeschön. Hat doch funktioniert. Trotz alledem haben wir nicht eine bessere Leistung jetzt schon mal gezeigt. Let's Play Big Boss auf 1. Mitgemacht haben sage und schreibe 16. So, und damit willkommen aus unserem neuen Stadion, unser Stadion für den Monat März. Und damit willkommen aus dem Estadio Presidente. Ja, mal gucken, wie das denn jetzt so sein wird im neuen Stadion. Ja, kann heute so laufen, es kann heute so laufen, natürlich. Andersrum, am Matchday spielen wir ja bei euch, also von daher, das kann ja völlig lax sein. Matchday findet statt am 13. März zwischen... Was, warum auch immer der jetzt Shake Hands mit der Luft gemacht hat, aber gut, ist gut. Außer jetzt kommt da irgendein Spieler, der bei uns fehlt. Naja, was ist das? Matchday findet statt am 13. März zwischen 15 und 18 Uhr. Anmeldung hier per PSN oder hier bei YouTube. Aber lieber mir per PSN, weil da kann ich euch besser zuordnen. Außer ihr seid schon längerfristig auf dem Kanal tätig in vielerlei Hinsichten, dann kriege ich das dann schon irgendwie hin. Oder ihr habt irgendwann im Laufe der letzten Monate gesagt, so von wegen, ich bin aber so und so, dann habe ich das auch noch drauf. So, also. Jo, gucken wir mal einfach mal, wie das aussehen wird gegen das Team der Woche. Und gucken wir mal, ob das Mikrofon das bis zum Ende aushält. Beim letzten Spiel zwischendurch mal leider nicht. Das hatte ich aber auch nachträglich erst gemerkt. Hatte versucht, das soweit mir anzuschauen. Habe aber gesehen, dass im Endeffekt nicht wirklich was Wichtiges gefehlt hat. Ich hatte lediglich erwähnt noch, dass ja nicht zwingend der Gegner gerade in Richtung Pressing gespielt hat, sondern eher im Sinne von wahrscheinlich über die Flügel, aber wenn er versucht über die Flügel, wenn er versucht über die Flügel zu kommen, wird es vielleicht nicht leicht. Und dann war ja die Flanke und die war ja verkorkst. So, jetzt vielleicht die nächste erste Möglichkeit. Oh, Neuer mit der riesen Flop-Aktion und das 1:0 durch unseren Spieler, den wir auch noch im Matchday-Kader theoretisch reinpacken können. Heißt Serdic. Ja, was war das denn von Manuel Neuer? Also, das war ja eine Katastrophe. Also, das war richtig schlecht.
Den kriegt er mehrfach nicht. Also das ist echt mies. Und unsere Nummer 22 macht hier das 1:0 und zeigt gleich hier, hier sind wir der Boss im Ring. Auch in unserem neuen Stadion. So, da würde natürlich vielerlei Hinsichten neue Spieler testen, einmal ein komplett anderes Gefühl haben. Aber ein Manuel Neuer, der so extrem verunsichert war, das ist ja unfassbar. Ja, Griezmann. Ein sehr talentierter Spieler, wird auch bei der Euro wahrscheinlich vor einem Sturm stehen, da ja Benzema vom Verband selbst gesperrt worden ist. Ganz enge Sache, das müsst ihr wieder draußen entscheiden. War es Tor, war es nicht Tor? Also unser Keeper macht hier gerade wirklich, zeigt hier gerade, eventuell, dass er die Nummer 1 ist. Also das war eine Glanzparade. Klar, springt unglücklich ein bisschen nach hinten. Ja, kann gut sein. Aber das war bislang in diesem Monat die beste Parade, die ein Keeper bislang in diesem Monat hätte zeigen können. Und das war jetzt nicht so gut. So, und Foul, Freistoß. Aus keiner gefährlichen Situation. Das ist eigentlich hier noch ganz easy. Trotzdem Richtung 16er. Rüberköpfen geht nicht. Griezmann verliert den Ball gegen Kittel, den wir als falschen rechten Mittelfeldmann heute stellen. Mal schauen, ob er sich da als falscher rechter Mittelfeldmann durchsetzt. Wenn ja, dann wissen wir zumindest, wen wir da auf rechts als Ersatzspieler hinsetzen können. Wenn nein, ja, dann wissen wir zumindest, wen wir da nicht hinsetzen können. So. Ah, das war jetzt nicht sehr gut. So, aber der war souverän gemacht. So, jetzt gucken wir mal, ob der da oben frei läuft. Jo, und ob er dann weiter frei läuft. Und das sieht stark nach Freilaufen aus. Jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit, aber Schulz holt den Ball sich, der ja gegen den VfB Stuttgart im letzten Spiel eine gute Partie gespielt hat. Völlig verdient, Spieler geworden des Tages. Jetzt aber Manuel Neuer braucht nicht angreifen. Da hat der Verteidiger noch das Bein hingestellt. So, Neuer ist ein Spieler, der auf der Linie bleibt. Und, ja, wird geblockt. So, schön gemacht, aber das war unpräzise. Das war extrem unpräzise. Da muss er natürlich ein bisschen anders hervorgehen. Sonst wäre das hier das 2:0 geworden und wir hätten gleich einen super Einstand hier in unserem neuen Zuhause. Was auch nicht schlecht wäre, absolut nicht. Guten Einstand ins neue Heim, warum nicht? Wir haben ja bislang beide Spiele auswärts gespielt. Das heißt, selbst unser bislang Starspieler macht das alles gut, aber wir haben einen neuen Starspieler wahrscheinlich zu Hause. Da macht er sein zweites Tor. Und Manuel Neuer ist nicht irgendein Torwart. Es ist, glaube ich, der beste Torwart in diesem Spiel. Und der muss das zweite Mal hinter sich greifen. Der denkt sich auch, was für eine Kacke. Piqué ganz schlecht verteidigt. Und genau deswegen stelle ich auch Piqué bei Barcelona nicht auf. Weil genau wegen so welchen Verteidigungsaktionen. Das ist eine Katastrophe. So, Mali.
der sich auch zum Top-Spieler entwickelt gerade momentan. Zur Winterpause hieß es ja von einigen Gerüchten, dass er zu Borussia Dortmund geht. Aber der FSV Mainz 05 hat ihn nicht ziehen lassen. Das wird er wahrscheinlich im Sommer, sieht das dann wieder ein bisschen anders aus. Da wird er wahrscheinlich wirklich gehen, aber mal gucken, wohin. Schließlich ist er jetzt schon hier zweimal, dreimal oder so, glaube ich, sogar schon im Team der Woche gewesen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der dann ins Team der Saison kommen sollte. Und wenn ja, dann Respekt. So, jetzt 3-0! Ich fass es nicht! 3-0! Manuel Neuer sitzt da und denkt sich, wäre ich bloß heute nicht aufgestanden. Läuft raus! Ist sich nicht so ganz sicher, ob er wirklich rauslaufen soll und hat gemerkt, am Abschluss, ja, wäre ich doch bloß da stehen geblieben. Dann hätte ich das Ding gehalten. 3-0! Ich fass es nicht! Ein unglaubliche Leistung. Es ist nicht irgendwer, es ist das Team der Woche. Das will ich nur nochmal sagen. So, Schiedsrichter lässt das hier gewähren. So, da kann er nicht viel machen. Und wieder zurück. Ja, klärt. Aber trotzdem Ball noch heiß. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr heiß. Jetzt geht's in den Konter. Und Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ja, gut gemacht. Ja, gut gemacht heißt aber nicht, es reicht. 3-0. Ich fass es nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Also ich glaube, ich spiele das heute gerade. Also es ist nicht so, dass das irgendwer anders spielt. Und wenn doch, Pushback. 3-0 geht's, ja, in Ordnung. Manuel Neuer heute nicht auf Höhe. So kann man das bislang bezeichnen. Wir können einfach auch mal gucken, wie seine Note aussieht, obwohl das machen wir am Ende des Spiels. Der heute nicht auf Höhe. Nordstrand, okay, der ist ja als zweiter Stürmer da gesetzt, aber der hat bislang auch überhaupt nichts gezeigt. Also, der hat bislang flächendeckend enttäuscht. So, Schiedsrichter sagt, das war ein Foul. Ich sag, das war Gestolpere. Freistoß. Freistoß Gartner. Und weg das Ding. Da ist er wieder. Gartner. Ja. War nicht sehr sauber. So, und jetzt der Lauf. Ah, Neuer muss da nicht groß eingreifen. Andersrum, ich habe natürlich auch gehört, der Keeper in der Türkei, ich glaube sogar von Fenerbahce, ja, das war abseits, habe ich gesehen, ich glaube, der Keeper von Fenerbahce war das, der eigentlich hätte ins Tor gehen müssen, Team der Woche, ist es aber nicht geworden. Warum auch immer Manuel Neuer Torwart geworden ist, das weiß man auch nicht so ganz, weil Manuel Neuer noch nicht Torwart der Woche geworden ist oder so, keine Ahnung. Und wenn ja, wenn das wirklich die Begründung ist, dann Respekt. Bisschen schlecht gemacht. So. Gleich der Neue hier. Und gleich setzt er wieder einen Punkt und es gibt Freistoß. Freistoß Gartner, den macht er schnell. Ist auch nicht hier so mit gerechnet. Ah, geblockt. Sehr schön. So, und jetzt kontern wir aus. Einfach mal auskontern. Und einfach mal hier souverän durchdribbeln. Ah, bisschen zu schräg die Sache. Wir sind aber immer noch am Ball. Jetzt verliert er den Ball und es geht weiter. So, Foul, ja, jetzt geht's ganz auf die Knochen, ja. So, der Ball kriegt er nicht mehr. Den kriegt er nicht mehr, da brauchen wir nicht nachlaufen. Stunde rum bislang, ja. Zweite Halbzeit vor sich her, gedümpelt, würde ich mal sagen. Also,
Wir haben einige Chancen bislang gehabt, aber so die Hochglanzdinger sind das nicht. Aber andersrum, hey, das stört, glaube ich, niemanden. Ah. Das war in der ersten Halbzeit auch einfacher. So, jetzt. Ups. Und weiterpassen. Und weiterpassen. Und noch ein Pass. Und wieder ein Pass. So, was der jetzt da Piqué macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Eckball. Ecke für uns. Für Ecke für Immon United. Und. Ja. Geklärt. Der Ball ist verhungert. Kontermöglichkeit fürs Team der Woche. Aber das ist eine ganz schlechte Konter. Also das ist ja fast schon eingeschlafen. Im Lauf. So, der ist schon mal deutlich besser, aber der war trotzdem eingeschlafen. Also das Team der Woche, das macht da hier wirklich nicht den fittesten Eindruck, ehrlich gesagt, gerade. Okay, unser Team macht jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen wammigen Eindruck. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt wirklich jetzt schon doch einen Gang lieber zurückschalte, weil pff, auf das 4-0 hin zu arbeiten, ja, gut und schön, aber ich glaube, das ist mit 3-0 auf jeden Fall hier die Leistung widerspiegelt. Ja, das war jetzt nicht so gut. So, sehr schön. Ah, geht da mit dem Ellenbogen ran. Der geht da mit dem Ellenbogen ran, wenn man das so sagen darf. Und es gibt Foul. Es gibt Foul, weil, weiß ich nicht, weil der Schiedsrichter einfach diese Zweikämpfe so nicht so ganz gepasst hat. So, Freistoß wird direkt drauf gedonnert. Und der wird geblockt. Da muss unser Keeper nicht ran. Unsere Nummer 35 heute im Tor. So, der hätte nicht geklärt werden müssen. Macht aber nichts. Lieber so als anders, als dass der irgendwie so unglücklich ins Tor rollt. Mali verlässt den Platz. Ja, hat heute gekämpft, gefightet, aber es hat eben nicht sollen sein. So, Ivanovic. Ah, Ablage. Und unser Keeper, der braucht hier nicht groß arbeiten bislang. Bis auf die Parade am Anfang der Partie hat er heute nicht viel zu tun. Wir wollen ihm aber ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu tun geben. So. Ja, ah, Zerrung. Ja, ja. Ist natürlich bitter. Aber das war ja das ungefähr, was ich ja eben meinte, mit dem, dass wir jetzt im Endeffekt schon anfangen müssten, schon Spieler zu schonen, scheint was Ernstes zu sein. Das ist natürlich bitter, wenn du jetzt schon nach einem guten Spiel eigentlich im Endeffekt mit einer Verletzung dann später das Spielfeld verlassen musst. 5 Minuten sind es noch. Dann haben wir den Sieg gefrischt. Auch wenn das vielleicht kein zu Null Sieg sein wird. Wir gucken uns das an. Natürlich wird das hier eine Partie sein, die jetzt vielleicht sogar noch das vierte Tor verdient hat. Nordstrand kriegt den nicht. So, also eine gute erste Halbzeit. Da kann man das im Endeffekt sagen. Eine erste gute Halbzeit, eine zweite mittelmäßig bis schlechte zweite Halbzeit. Aber komm, das interessiert an Abschluss auch niemanden, wie die zweite Halbzeit war. Wenn das Ergebnis 3-0 ist, dann interessiert es auch keinen. So, letzter Wechsel beim Gegner. Griezmann verlässt den Platz. Terodde kommt nun aufs Feld, aber das ist jetzt auch nicht so Sinn der Sache. Vielleicht will man wirklich nochmal den Ehrentreffer holen. Alles andere kann ich mir nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
So, jetzt vielleicht nochmal. Jetzt am vierten Tor. Und das war der erste Schussversuch. In der zweiten Halbzeit. Und er ist daneben gegangen. Aber komm, 3-0. Ich bin damit zufrieden. Und damit ist vollkommen zufrieden. Neuer hat in der zweiten Halbzeit nichts halten müssen. Pinto mit einer 6-8 als Torwart ist in Ordnung. Ja, Neuer mit einer 5-4. Also das kann natürlich auch anders aussehen. Ja, Spiel des Tages ist unser offensiver Mittelfeldmann oder dritter Stürmer auch genannt bei mir. Bei mir ist es einfach so. 1031 Coins kriegen wir dafür. Ja, kann ich mit leben. So, gucken wir mal, ob er sich wirklich ernsthaft verletzt hat. Jupp. Das ist natürlich schade. Ne? Hast du jetzt mal jemanden, dass du wirklich sagen kannst, das ist jetzt ganz okay gelaufen. Wie lange fällt er denn aus ein Spiel? Das kann man noch verkraften, würde ich sagen. Und damit sehen wir uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt, schaltet ein zum nächsten Spiel. Ich glaube, wir spielen wieder den Einzelspielermodus. Und ja, dann bis morgen. Tschüss!